War okay. Sehr lustig, oder? Ja, warte mal, unser Dialog hier ist ja, sehr gut. Zur Belohnung gebe ich euch einen wertvollen, wie auch furchtbar kryptischen Hinweis. Ein Hut wie Ihrer verheißt Gefahr. Passen Sie besser auf, wo Sie sich damit zeigen. Erklären Sie mir bitte die Sache mit dem Hut. Wer außer mir trägt hier noch so einen, noch einen solchen Zylinder? Ach, aber ich will Ihnen doch nicht die ganze Überraschung vermiesen. Finden Sie es doch raus. Eine Tasse Kakao, yippie! Cool, das ist dann fürs zweite Bilderbuch. Hast du das schon gemacht mit den Bilderbüchern? Nee, noch gar nicht. Ah, oh, das musst du dann mal irgendwann abseits des Ganzen, also unseres Let's Plays machen. So. Werde ich machen. Ein Casino, wow. Ui, das ist aber ein auffälliges Gebäude. Wir dürfen wohl zu Recht annehmen, dass wir an unserem Ziel angelangt sind. Das will ich mir aus der Nähe ansehen. Noch nicht, noch nicht. Klick in den Wasserfall, nicht. Klick ganz oft in den Wasserfall. Oh, ein Rätsel. Schauen Sie mal, Professor, ich glaube, ich habe da ein verstecktes Rätsel gefunden. Das hast du nicht gefunden, das war ich. Ach, lass mich doch. Oh, hier. Ah, oh nein, Herr 820. Okay, mal gucken. Scheiße, auf Englisch, da ist das ein bisschen besser gestellt. Da heißt es Mr. 8, Doppelpunkt 20. Hm. Naja, ich lese mal. Es gibt da jemanden mit dem Spitznamen Herr 20. Angeblich meint bisher jeder, der ihn kennt, dass dieser Name perfekt zu dieser Person passt. Nun denn, wer von den 5 abgebildeten Personen ist wohl der Herr 820? Kreise die richtige Person ein, berühre Antwort. Ich zeichne dir mal auf, wie er geschrieben ist in... Warte, so. Mr. In der 8 englischen Version. 20. Ja. Puh. Also, es müsste ja schon mal ein Mister sein, also fallen ja C und D schon mal weg, weil das sind Frauen, so wie ich das sehe. Ja. So. Jetzt drehe ich hier mal mein Bild so ein bisschen, vielleicht kann man irgendwo die Zahlen an dem sein Gesicht oder so sehen. Versuch mal, also da ich ja die Antwort jetzt weiß, kann ich dir einen Tipp geben. Versuch mal nicht auf herkömmliche Zahlen zu achten. Also vielleicht nicht irgendwie, dass der irgendwo ein... Zum Beispiel, Herr A hat ja irgendwie dort eine 8 auf der Kleidung stehen. Und Doppelpunkt. Ja, die sehe ich, aber die 20. Und naja, daneben so ungefähr, so angedeutet. Ja. Aber, das könnte aber sein, aber ist das gemeint? Das ist nicht damit gemeint, weil das ist ja auch so, das sind ja Klamotten, die kann man wechseln. Das stimmt, das muss irgendwas sein, das die immer haben. Hm. Wenn die so heißen, wa? Genau. Was ist denn mit dem oben in der Mitte, dem Mr. B? Siehst du dort irgendwas, was auf 28, also eine 8 und eine 20 irgendwie oder sonst noch was hindeutet? Nicht so wirklich. Also ich sehe bei dem Mr. E sehe ich eine 2 oben auf dem Kopf und eine 5 vielleicht, wenn man will, kann man das so interpretieren, diese Falten auf der Glatze. Ja, oben. Und zur Not kann man auch sagen, dass die Fliege hier eine 8 gedreht darstellen soll. Aber stimmt. Nein. Ein Unendlichkeitszeichen haben. Aber warte mal. Guck mal ein bisschen höher. Ich werde nichts weiter sagen. Guck ein bisschen höher als die Fliege. Der Mund, die Nase, der Bart. Hm. Rattert's bei dir im Kopf? Es rattert, aber es macht noch nicht Klick. Guck dir mal weiter diesen Bereich an. Ja, die Nase und die Augen könnten irgendwie sowieso nullen. Nee, das nicht. Guck weiter mal nochmal unter der Nase. Der Mund? Nein, über Mund. Der Bart? Ja, jetzt musst du nur noch rausfinden, wieso. Ah, das ist die Uhrzeit. Ey, da kommt doch keine Sau drauf, oder? Um Gottes Willen, nein, da hätte ich einiges an Tipps gebraucht, ganz ehrlich. Ich glaube, die Tipps hätten auch nichts gebracht bei mir. Also, ich hätte einfach irgendwie alle durchprobiert. Sind ja nur 5 Möglichkeiten. Ja, das ist auch wieder wahr, aber... Oh, das ist ja böse. Yippie! Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe in echt. Oder nee, beim ersten Mal durchspielen, meine ich. Ja, bla bla bla, Herr 820 und so. Ja, die Form seines Herr, bla bla. So. Ha, das war ja einfach. Oh, im Auto ist was, in dem mittleren. Im mittleren Auto ist eine Hinweismütze, genau. Und müssen wir überhaupt oben bei diesem roten Teil an der Krone. Die habe ich gerade schon, ja. Dankeschön. Und oben links am Haus ist auch noch eine. Okay. Ganz oben links. Ganz oben. Da. Genau. Ja. Gut, können wir rein? Ja. Okay, ja, machen wir noch. Oh. Rätsel. Gut, mach du den mal. Ich weiß nicht, wie der spricht. Gut,
Guten Abend, mein Herr. Darf ich Ihre Mitgliedskarte sehen? Meine Mitgliedskarte? In unserer Sozietät verkehren nur Herrschaften der erlauchtesten Gesellschaftskreise. Eingangskontrollen wie diese sollen gewährleisten, dass dubiose Individuals keinen Zutritt haben, erhalten. Ja, vor allem dubios, klar. Ja, wegen dem Mut. Zu dumm, dass man uns der nichts Hut, davon sagt. Du mich fragst. Ja, finde ich auch. Ey, aber der hat eine geile Frisur, oder? Axel Stein zu seiner besten Zeit ist das. Zu dumm, dass man uns nichts davon sagte. Was müssen wir tun, um Ihr Etablissement betreten zu dürfen? Ihr Hut spricht bereits Bände über Ihren vorzüglichen und integren Charakter. Darum will ich nur noch rasch Ihren Intellekt auf die Probe stellen. Wenn Sie dieses Rätsel lösen können, lasse ich Sie mit Freude eintreten. Sogar der Türsteher ist ganz auf Ihren Hut fixiert. Ich hätte ihn anders sprechen sollen. Ey, Alter, du kommst hier nicht rein, wenn du das Rätsel nicht löst, ey. Ja, dann so seltsame Wörter wie Integer und sowas. Naja, ja, egal. Ey, Inter, ach, scheiß drauf, Alter. Nein, genau. Ein makelloser Zylinder ist wohl auch in dieser Zeit das Zeichen eines wahren Gentleman. Kartenduell. Oh nein, da kommst du nie drauf. Lass mich mal überlegen. Dieses Gemälde zeigt zwei Spieler, die verbissen um den Sieg beim Kartenspiel wetteifern. Eigentlich fällt einem dabei nichts Merkwürdiges auf. Aber auf den zweiten Blick kann der Betrachter den Eindruck erhalten, dass die beiden den Kampf ganz und gar nicht so ernst nehmen, wie es anfangs scheint. Kreise das verdächtige Detail ein und berühre dann Antwort. Oh, in der englischen Version ist es so frei übersetzt, hieß es, jemand würde glattweg sagen, oh mein Gott, was macht der denn da? Ich glaube, das war dann doch ein bisschen zu schwer und deswegen haben sie es hier vereinfacht. Also sie nehmen es nicht ganz so ernst, ja, ja. Was hat denn der vorne links da in der Hand? Irgendwas Schwarzes hat der in der Hand. Ja, genau, da wo du bist. Die sieht aber... Was sind die Schwarze? Das sieht seltsam aus. Was? Schwarzes? Nein, das ist das Pik. Und das ist Ass und so. Und ach so, steh. Das ist ein Pik Ass, was er dort hat. Das so, hat er aber, unten. Aber diese eine Karte ist ein schöner Hinweis darauf, was falsch ist. Nur musst du dann ein wenig logisches Denken und räumliches Denken vor allem anwenden. Ich guck gerade mal, ob ein Pik Ass schon irgendwo liegt, aber ich sehe es nicht. Ein Pik Ass und räumliches Denken verwenden? Ja. Sagen wir mal das Layout der Karte. So viel verrate ich dir. Ich verstehe. Normalerweise ist die andere Seite von der Karte auf dem Kopf. Oder? Meinst du das? Hä? Bei Spielkarten ist ja immer die eine Hälfte nach oben zeigend und die andere Hälfte nach unten zeigend. Mit diesen Buchstaben und Zahlen, die da drauf sind. Meinst du das? Mhm. Ja? Naja, ich sag mal so, also es ist schon so, der macht alles richtig, sag ich mal. Aber, was... Hier haben wir einmal ein Bild, einmal das Symbol, was für die Karte, für den Kartenwert steht und hier einmal. Ja. Denk dir mal, was wäre, wenn, oder nee. Oder hier ist zum Beispiel nix und da auch nicht. Stimmt's? Das stimmt. Gut, dann den Rest musst du dir denken. Oder willst du Tipps benutzen? Ich glaube, ich nehme mal einen Tipp. Stell dir vor, du wärst als Zuschauer beim Spiel anwesend. Käme dir da nicht etwas? Na toll. Tipp 2. Ich mache übrigens mit, ich bin nicht so, also. Dieses Bild zeigt ein Duell um Sieg oder Niederlage. Sieh dir die Kontrahenten genau an. Mhm. Ein Bild um Sieg oder Niederlage. Naja, der hintere scheint zu verlieren, weil er so traurig guckt, aber. Nee, das ist nicht unbedingt. Aber er nimmt es nicht so ernst, deswegen. Er nimmt es nicht so ernst. Oder er scheint es nicht so ernst. Nimm das, ich brauch noch. Ich nehme noch einen Tipp. Komm, wenn wir schon dabei sind. Okay. Und dann am besten den super Hinweis, damit wir es endlich mal. Mit denen unsere Zocker ihre Partie bestreiten. Ja. Sieh doch zum Beispiel einmal dem Spiel im Vordergrund über die Schulter und achte insbesondere auf, wo genau der Kartenwert abgebildet ist. Hä? Ja, das habe ich dir ja auch schon gesagt. Ja, hier ja. Und hier. Oben links und unten rechts. Müsste der auf allen vier Kartenecken sein, aber. Nee, müsste er nicht. Wenn der hier genau dieses Kartenlayout hat,
Bei seinen Karten. Dann denkt ihr mal. Ach so. Ach, dann sieht er gar nicht, was er für einen Kartenwert da auf der Hand hat. Weil er es ja verdeckt mit den anderen Karten. Oder? Ja. Also ich gebe es schon so ein, weil ist richtig. Was hast du jetzt eingekreuzt? Den, der die Karten hält, wa? Na, die Karten also von dem in der Hand. Okay. Stimmt. Hier, jetzt sieht man die auch mal von der anderen Seite in der Auflösung. Ah, ich hab das auch nochmal eingekreuzt. Das ist irgendwie gemein von mir, dass ich Tipps gebe, weil ich weiß es ja schon. Aber das ist. Also das war echt ein böses Rätsel. Ja, das ist. Da hab ich auch ehrlich gesagt. Ich habe den Superhinten nicht genutzt. Hätte ich ihn benutzt, hätte ich es vielleicht ohne Walkthrough geschafft. Oh mein Gott, ich habe eins benutzt. ja, sorry. Also, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Wie habe ich denn gesprochen? Meisterhaft gelöst, mein Herr. Sie haben sich das Privileg redlich verdient, unser Etablissement zu betreten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Besuch im Casino Silver Seven. Okay. Ui, schauen Sie mal all das Silber und das ganze Marmor. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das Marmor. Der Marmor. Ja, geht doch. Der Bau dieses Casinos. Sicher. Und so Mann. Gekostet. Und so Mann. Ja, es ist ein einnehmender Anblick, Luke. Aber versuch bitte nicht gar so laut zu sprechen. Ist das jetzt wieder Schnurrbart oder wie? Nein, das sollte französisch sein. Es klang nach Schnurrbart, wenn du mich fragst. Oh, pardon, es ist alles nur so beeindruckend hier. Beeindruckend und geräumig. Wie wollen wir hier nur dein zukünftiges Ich finden? Oh, eine Filmsequenz. Nein, nicht spoilern. Guck sie bei mir an. Nein. Also, du bist ich nur älter. Sehr erfreut, lieber Professor Layton. Nein, eigentlich schön, Sie wiederzusehen. Das trifft es wohl eher. Ich bin Luke Triton. Ach, ich muss mal was sagen. Ja? Und zwar, ich weiß jetzt, was Luke Triton eigentlich ist. Wie, was er ist? Er ist ein Meereslebewesen. Er ist der Sohn von König Triton Ariel. Mann. Dass er keine Flosse hat, na, man sieht den unteren Teil ja jetzt gerade nicht. Wer weiß, was da ist. Also, du musst Luke sein. Aber natürlich bin ich Luke. Sie haben die Reden. Oh, dann müssen wir gar nicht machen. Ich glaube, ich brauche eine Weile, um mich daran zu gewöhnen. Na okay, dann. Kaum zu glauben, wie klein ich einmal war. Tja. Hey, so klein bin ich nun auch wieder nicht. Ich höre deins mit dem Hintergrund. Wieso du so einen Aufwand meinen? Ich höre dein DS im Hintergrund. Soll ich mal lauter machen? Nein! Das wird noch schlimmer. Das werde ich Ihnen sehr gerne erklären. Aber vorher möchte ich ganz sicher sein, dass ich den echten Professor Layton vor mir habe. Wer sollte ich denn sonst sein? Erlauben Sie mir zu erklären. In meinem London ist es schwer, jemanden anzutreffen, der den Namen Herschel Layton nicht kennt. Tatsächlich gibt es in letzter Zeit eine Schar Imitatoren, die sich als Herschel Layton ausgeben. Behauptest du etwa, der Professor sei ein Hochstapler? Professor, wenn Sie an unsere Abenteuer zurückdenken, erinnern Sie sich bestimmt an Don Paul. Wie Sie wissen, ist er ein Meister der Verkleidung. Woher soll ich also wissen, dass in diesem Moment nicht gerade Don Paul vor mir? Das ist purer Unsinn und das weißt du genau. Bist du sicher? Er hat uns schon einmal getäuscht. Wer sagt, dass er es nicht erneut tut? Nun gut, ich spiele mit. Wie kann ich dir meine...